Was soll man dazu sagen? Andi, oder steht er jetzt nur so an der Mittellinie, ne? Gute Frage. Das werden wir mal gucken. Ja, einer der Königstransfers der Bayern war, ich glaube, das kann man durchaus so sagen. Ein statistischer Wert mit Dante auf dem Platz erhalten die. Also das wird aus meiner Sicht auch das Mittel zum Erfolg sein, hier früh zu attackieren, reinzugehen. Manche Mannschaften in der deutschen Bundesliga haben das ja vorexerziert, wie das geht. Einwurf Mané. Der Robert Schul, den neuen Mann, wieder Mané. Feil, schnell, gute Übersicht hat er, das Senegalese. Ui, der war mutig. Kommt an. Aber kommt an. Eieieiei. Ja, mit dem Mané ist nicht zu spaßen da auf der linken Seite. Aber mittlerweile, als am Ende der Hinrunde, sind wir besser geworden. Nicht, wie schnell der ist und relativ unmotivierter Ballverlust hier. Ja. Also. Was Mané gegen Martinez. Da bahnt sich eine neue Männerfreundschaft an. Auf der Entfernung, das wissen wir, wird er gelegt, aber Schiri Özcan lässt weiterspielen. Und sofort das schnelle Umschalten, aber Abseitsstellung angezeigt. Vorm. Passiert kurz sei Dank. Ja, das fällt unter die, fällt in die Kategorie mal höflich guten Tag sagen. Das kann man in den ersten 10 Minuten. So, Mané nicht vom Ball zu trennen. Immer noch Mané. Da wird Elfmeter reklamiert, aber das war. Tag da. Hier gegen Hoffenheim. Höbjerg. Lässt er sich Gott sei Dank nicht fallen. Er spielt auch den Ball. Und jetzt Boateng. Naja, kann man geben. Kann man geben, oder? Muss man nicht. Also den Ball hat er nicht gespielt. So viel steht fest. So, Kevin Campbell, der Mann mit der mutigen Frisur auf Sané, durch die Mitte, Sadio Mané, und drinnen ist er! Wahnsinn! 1-0 Salzburg nach 12 Minuten und 40 Sekunden. Wer hätte das gedacht? Du! Ja, mal, Pfeil schnell gemacht, durch die Mitte, wunderbar gesehen. Weit genug weg von Dante. Martinez nicht energisch genug und drinnen ist er. Christoph Leitzgeb auf Kevin Campbell. Eine österreichisch-slowenisch-senegalesische Koproduktion. Ja, so leicht kann es gehen. Also Campbell sehr schnell. Wir bleiben bei Mané und schauen uns an. Da. Sadio Mané, der das eiskalt macht. Gut, ich sage jetzt mal. Wir mit einer Dreierkette da spielen. Dante sehr zentral. Der dreht sich aber auch falsch. Er leuchtet erst rückwärts, dreht sich erst andersrum und dadurch kann er natürlich überhaupt nicht mehr an Sané rankommen. Ja. Und dann muss man sagen, der Abschluss fortgeführt hat. Ich muss jetzt deine Salzburger aber auch mal loben. Werner Lupfer wieder auf Mané, wieder Mané, der Torschütze wird gelegt und da gibt es Elfmeter. Unglaublich. Dominik Özcan hier gezögert, zeigt sofort. Manuel Neuer hat da auch nochmal seinen Kommentar dazu abgegeben. Super gemacht hier. Ja, Mané macht das nahezu perfekt, aber was soll man da kritisieren? Dante läuft da mit dem vollen Körper rein in den Stürmer. Da kann er noch Danke sagen, dass er da ohne Karte davonkommt. Also ah, ganz. Ganz klar. 2-0 Salzburg! Heute hier eingeht oder eingegangen ist bisher. Wieder Sadio Mané. Lang in den Ball gespielt, aber Abseitsposition. Das die 17. Das war kein Abseits, ne? Ja, doch. Ja, da. Geht in Ordnung, geht in Ordnung. Gut gesehen. Vom schiefen Position noch nicht so zur Geltung kommt. Thiago versucht da wieder zu zaubern. Gut gemacht. Und der Red. Zu reagieren aus Sicht der Bayern. 25 Minuten gespielt, wenn Sie etwas später eingeschaltet haben. Nein, es ist kein Fehler. Sadio Mané, der Torschütze, zum 1-0. Da bleibt er hängen, aber kämpft da wirklich um jeden Ball. Schwegler. Ja, aber gar nicht um. Naja, die vorletzte Begegnung der Winterrunde war ja gegen FK Austria Wien, die ja heuer nach langem wieder mal ein österreichischer Vertreter in der Champions League waren. Da war Qualitätsunterschied zu
bemerken, und zwar zugunsten der Salzburger. Also ich bin mir sicher, dass Pep Guardiola nach der Pause da sicher an der einen oder anderen Position umstellen wird. Wieder Mané. Was die ganze Mannschaft da macht. Kampel. Kollektiv. Boah. Mané. Sadio Mané. Achtung. Eieiei. Wenn der dran ist, dann ist Gefahr. Und er ist drin. Unglaublich. 3-0 Salzburg. Wer hätte das gedacht? Und jetzt macht der neue Mann sein Tor. Robert Schul. Kampel, Sané, Mané, Entschuldigung. Und da war ganz klar, wenn Sadio Mané antritt, dann ist Feuer am Dach und der macht das so super cool. Und ja, super intelligent gemacht. So, aus der anderen Perspektive, Mané. Aber wieder Kampel vorher beteiligt und das macht Boateng und Martinez machen das natürlich nicht gut. Er drängt ihn nach außen, aber es ist nur ein Testspiel, aber schauen wir nochmal dem Mann des Spiels hier bisher auf die Beine. Super, wie er das macht. Sadio Mané und Robert Schull. Macht er das im Trainingslager in Katar, wohin Salzburg übrigens ab morgen abreisen wird und dort 10 Tage bleiben wird, auf 2 Testspiele absolvieren wird. Rafinha, soweit das ich das gesehen wir's. Habe. Guck mal. Ja. Da war er. Gut gesehen, Thomas. Ein Zeichen setzen. Reingekommen. Zeigen wir gleich nach dieser Standardsituation. Ball ist noch immer heiß. Rauf zur Mitte, Mané! An die Latte! Um Gottes Willen! Was geht denn hier heute ab? Mané. Also da kriegt Neuer richtig was zu tun. Und dann Ramalho letztendlich mit dem Versuch hier. Valon Berisha, der in der Pause ins Spiel gekommen ist, auf Mané. Und damit setzt sich auch eine gewisse Serie gegen Thiago. So, Mané, schau dir den an, diese Körpersprache, die dem Kleben. Steht ihm nichts nach, weil er auch in der Defensive ganz viele Bälle gewinnt. Hier auch vor dieser Chance eben wieder. Dann spielt der tolle Bälle in die Spitze. Mané. Ah. Sehr gut. Mitgespielt. Ulmer auf Mané. Mané mit dem Rettungsversuch. Wir sind bei Kampel, Mané. Wie oft haben wir die beiden heute schon erwähnt? Gut gemacht von Mané. Shaqiri gegen Mané. Mané da ein bisschen mit der Hand, aber Shaqiri noch dran. Ramalho. Kampel und Mané sind einfach überragend. Wieder die beiden im Zusammenspiel. Bis zur Linie. Ball ist noch heiß. Nein. Raus auf einen tollen Fernsehabend. TV. Dann laden wir Sie ein, heute um 20.15 Uhr sich Ali zu widmen. Großartige Film mit Will Smith um 20.15 Uhr. Schaut euch mal an, was auch ein Soriano da rackert, defensiv leistet. Kein Tempo haben im Moment, keine Laufbereitschaft. Sie schieben sich den Ball zu, aber es läuft immer nur der... Schau, klar. Noch das Foul zu sehen. Gibt es ganz klare Regelauslegung und in dem Fall... Hit. In vielen Phasen dieses Spiels. Das passt heute einfach nicht bei den beiden, das muss man sagen. Auch da vielleicht. Das liegt auch an Salzburg, aber nicht mehr. Ja. Auch da vielleicht ein kräftiges Schießen. Geht sehr gern in den Strafraum. Jetzt bekommt er seinen verdienten Applaus. Jawohl! Also, will niemanden beeinflussen hier bei irgendeiner Live-Wahl, aber für mich ganz klar Man of the Match. Ein Testspieler, Jodel Dussou, ins Spiel. Er fährt auch mit ins Trainingslager. Unbeschriebenes Blatt bisher in Salzburg.